Hallo meine Lieben und welcome back bei mir. Mein Name ist Steffi und ich bin unabhängige Sensi-Beraterin. Ein außerplanmäßiges Video. Wir sprechen heute übers Beratersein. Ganz einfach und also ihr wisst ja immer, ich bin von Grund auf ehrlich, was da jetzt alles damit zusammenhängt und pipapo und tralala. Ich habe keine Ahnung, wie lange das Video gehen wird, aber wenn es wirklich jemanden interessieren würde, würde ich mich freuen, wenn derjenige sich das bis zum Ende anschaut. Und vielleicht hilft das ja auch dem einen oder anderen, den Startknopf zu drücken. Was mir natürlich richtig, richtig freuen würde. Ich sitze hier mit meinem Lebkuchentässchen in meiner Eishöhle 2.0. Und ja, wo fange ich an? Wo fange ich an? Warum solltest du Berater werden? Die Frage kannst du dir eigentlich am besten beantworten. Ich sehe es immer nur, also ich habe ja auch so von meinen Kunden den ein oder anderen im Auge. Bei den einen denke ich mir immer, wenn sie wieder eine Großbestellung gemacht haben oder öfters bestellt haben, denke ich mir immer, das hättest du jetzt selber für dich nutzen können. Oder wenn ich denke, dass es vom Typ einfach her passt, dass der oder diejenige, wo ich es mir wirklich vorstellen könnte, dass sie das echt richtig geil rüberbringen. Und ich bin ehrlich, ne? Also mein Plan ist ja nach wie vor, aufs Schiff zu kommen. Ich bin da aktuell noch ziemlich weit entfernt. Also sagen wir es mal so. Und das ist halt immer, also gerade, also jetzt gleich mal vorneweg. Also ich sage, ich habe keine Ahnung, wie lang das Video wird, weil ich springe immer von vorne nach hinten und von hinten nach vorne. Gleich vorneweg. Es wird von niemanden, also wirklich von niemanden, und es wird auch niemand gezwungen, etc. pp., sich ein Team aufzubauen. Never. Never ever. Also wir haben auch einige im Team bei uns, die haben sogar diese Funktion ausgeschalten auf der PWS. Das kannst du machen, dass du, dass sich keine bei dir anmelden können. Also da gibt es tatsächlich einige, die sagen, die wollen es nicht, die wollen den Aufwand nicht und etc. pp. Also nur das gleich mal vorne hinweg. Bei mir war das jetzt eigentlich auch so die ersten, ja, ich mache das jetzt schon seit fast 6 Jahren. Also ich sage so, das erste halbe Jahr war ja echt Bombe. Also ich hatte ja tatsächlich 3, 4, 5 Teammitglieder. Deswegen habe ich ja auch diesen Titel leitende Beraterin. Wenn du von Anfang an sagst, du willst kein Team aufbauen, bleibst du bei zertifizierten Berater. Also das sind so diese Staffelungen. Und ich hatte da damals wirklich die eine, die war wirklich eine Granate. Der habe ich tatsächlich den Titel zu verdanken, weil die wirklich mitgerockt hat. Und ja, die hat dann von heute auf morgen aufgehört, hat sich auch nicht mehr gemeldet bei mir. Also hat mich quasi wirklich komplett geghostet. Und ab da war das Thema Teamaufbau für mich irgendwie so ein bisschen ad acta. Habe so ab und zu so mal ein bisschen nochmal drüber nachgedacht. Aber ich habe jetzt nicht
aktiv, also ich sage, sind nicht Teammitglieder, ich sage ja seit neuestem Teamfreunde. Teamfreunde klingt echt, finde ich echt süß. Und ich werde bei diesem Wort bleiben. Und aber mittlerweile sehe ich, also ich sehe es an meinen persönlichen Zahlen, dass es tatsächlich, dass ich eigentlich schon mir ein kleines Team aufbauen wollen würde. Weil, wie schon gesagt, gerade diese großen Reisen, also die sind ja auch wirklich ein Schweinegeld wert. Klar, da muss man was dafür tun. Und diese großen Reisen, die funktionieren halt nur mit Teamaufbau. Also wer von vornherein sagt, er will kein Team aufbauen, der macht halt da einfach nicht mit, ganz einfach. Und ich sehe es jetzt an meinen Zahlen. Also gut, wir haben jetzt auch schon die Ersten, die haben jetzt auch schon Level 2. Also sprich, die sind schon mit ihrem Arsch auf dem Schiff. Ich bin da noch weit entfernt. Aber das Ding ist einfach, wenn ich jetzt auch nur, ich, um Gottes Willen, ich will doch gar nicht, Wunder wie viele, 3. Ich will erstmal nur 3, die sich dann auch, die müssen ja natürlich dann auch ein bisschen was tun. Also die müssten sich dann eigentlich bis Ende Januar müssten die sich zertifizieren. Also sprich, das heißt, die müssen einen Umsatz von 1000 PAV haben. Und so steigen halt die Punkte dann auch relativ schnell. Also am meisten ist es halt wirklich, wenn man dann eigene Aufstiege hat oder wenn die Teamfreunde, na, Teamfreunde, das klingt auch irgendwie blöd. Ich brauch da ein anderes schönes Wort dafür. Ich brauche da ein anderes schönes Wort. Irgendein Wort fällt mir schon rein. Also ich bin ja in Wortfindungen, bin ich ja echt gut. Ja, es ist einfach so, dass die Punkte am meisten zusammenkommen, wenn du eben ein Team aufbaust. Also und es ist ja nicht so, dass dann diejenigen welchen, die sich jetzt dann bei mir angemeldet haben, auch nicht die Chance hätten. Also es wäre echt eine knappe Kiste, aber zumindest die Stufe 1 ist relativ machbar. Vor allem, es gibt ja tatsächlich, wenn du dich anmeldest, gibt es ja gleich am Anfang so verschiedene Level, wo du erreichen kannst. Also sprich, ab Tag der Anmeldung hast du 15 Tage Zeit, um dir den Shooting Star zu erreichen. Ich muss mal gucken, ob ich hier meinen Anhänger habe. Ja. Dann kannst du nämlich, ja, also da, hier hängen noch ein paar, wo ich noch nicht rangemacht habe. Also du kannst dir auch, also das ist hier so mein Sensi-Armband. Und das, dieser Anhänger, das ist der Shooting Star-Anhänger. Also der ist tatsächlich ab Anmeldung 15 Tage 500 PAV, das ist Pi mal Daumen 735 Euro. Ist eigentlich eine Party. Also, ja, ist eine Party und mal abgesehen davon ist auch sowas von machbar. Also, meine Superstar-Direktorin, die Sabrina, die mich am Freitag wahrscheinlich richtig in die Mangel nehmen wird, die hatte jetzt, bevor sie im Urlaub war, eine Party. Da hat allein eine einzige Person, die hatte 3 Bestellzettel für über 900 Euro eingekauft. Also, wenn ihr natürlich solche Granaten auf der Party sitzen habt, ne, also da könnt ihr echt nur mit die Ohren schlackern. Ne? Und also diejenigen, welche müsst ihr euch dann halten und pflegen und hegen bis zum geht nicht mehr. Also das ist wirklich der Wahnsinn. Und sie hat auch gesagt, die hat das in ihrer
12-jährigen Sensi-Karriere noch nie gehabt, dass eine einzige Einzelbestellung so hoch war. Also, nee, könnte ich mich jetzt auch nicht dran erinnern, dass ich mal sowas hatte. Also, ich bin schon bei Einzelpersonen auf 500 Euro gekommen, ja, aber weiter war da noch nicht. Ja, Shootingstar. Wenn ihr den Shootingstar habt, seid ihr quasi ja dann nur noch 500 PAV von diesen 1000 entfernt. Also, wenn ihr jetzt zum Beispiel zwei Partys macht, wo beide einen Umsatz mit 735 Euro haben, habt ihr das Ding schon in der Kiste. Also, jetzt blöd gesagt, also jetzt und echt mal überspitzt gesagt, ihr meldet euch Donnerstagabend oder Freitag früh an. Ihr müsst ja nicht mal aufs Starter-Kit warten. Also, ne? Ihr müsst ja nicht mal auf das Starter-Kit warten, weil das ist dann auch wieder unnötig Zeit, weil es dauert ja auch dann, es wird zwar sofort bearbeitet und geht dann eigentlich sofort raus, aber das sind halt dann trotzdem wieder ein paar Tage, die wo fehlen. Und jetzt überspitzt gesagt, ihr werdet jetzt hier im Umkreis, ich kann euch die Sachen vorbeibringen, auch Schnüffeltasche und so Scherze, das ist überhaupt kein Thema. Und jetzt überspitzt gesagt, ihr macht Freitagabend eine Party, ihr macht Samstagabend eine Party, habt beide Knallerumsätze mit 735 Euro und seid schon zertifiziert. Deswegen ist es durchaus machbar. Und ich sage ja auch immer wieder, also weil ich mal gesagt habe, ja, es gibt 80 Millionen Menschen hier in Deutschland. Es müsste doch echt mit dem Teufel zugehen, wenn ich da nicht drei finden würde, die das genauso lieben wie ich. Es kann dann nur mit dem Teufel zugehen. Also, und dann geht's ja schon wieder. Ich bin absolut unvorbereitet hier rein. Also, ich erzähle das jetzt echt nur so, wie ich das hier empfinde aktuell. Ich überlege mir die ganze Zeit immer, an was liegt's? Warum will niemand zu mir? Ich denke mir dann immer, okay, dass ich nicht jedem gefallen, brauchen wir nicht drüber reden. Dass ich nicht jedem sympathisch bin, brauchen wir nicht drüber reden. Aber dass es ja so gar keinen gibt. Also, nee, also, ja, wie schon gesagt, es früher oder später kriege ich auch das hin. Ich will es nun mal erwähnt haben, dass es bei mir die Möglichkeit gibt, in mein Team zu kommen und eben, ja, es, ich weiß nicht warum, also ich muss ganz ehrlich sagen, als ich mich damals angemeldet habe, da hat mir meine Beraterin, / damalige Sponsorin noch, eine Bestellung gebracht. Die war auch nicht gerade klein. Also war eine Bestellung von 3 Personen. Und da kam dann eben auch die Frage, hey, wie schaut's denn aus? Hast du Bock? Also ihr wisst ja, mich hat Disney gecatcht. Aber jetzt mal von Disney abgesehen, mich haben halt auch die Produkte überzeugt. Also ich fand die Lampen geil, ich fand das Wachs geil, ich finde das Wachs nach wie vor geil, dass du so viele verschiedene Düfte hast, das fand ich geil. Und bis dato wusste ich ja weder was von irgendwelchen Incentives oder Veranstaltungen, wusste ich ja bis dato gar nicht. Und
das hat mich dann. Ich habe dann einfach nur so angeguckt, da habe ich gesagt, ich probiere es. Und dann haben wir mich gleich angemeldet. Also, es hat, also wirklich, ich habe ein paar Sekunden, wenn überhaupt, dass ich überlegt habe. Und ja, so nahm das Drama dann seinen Lauf. Also, ich hatte ja den Shootings da. Und dann die nächste ist, sind die sensationellen Startebenen. Und zwar 1, 2 und 3. Ich bin damals ganz knapp an der dritten Startebene vorbeigeschrammt. Also, und es war auch damals, wo ich zu meiner ersten Reunion nach Amsterdam gefahren bin. Da hätte ich auf die Bühne gedurft, bei Level 3. Bei Level 2 saß ich aber nur im Publikum. Was ich aber auch nicht schlimm fand, weil da waren so viele Berater. War ja europaweit, also da war Spanien, Frankreich, Portugal, England war schon ein Riesenteil und wir Deutschen dann auch noch dazu. Und das war wirklich, also ich bin da tatsächlich so knapp vorbeigeschrammt. Aber was sind diese Ebenen? Also diese Ebenen ist schon mal. Dass du mindestens 1500 PAV brauchst, also PAV ist persönliches Absatzvolumen, oder für 500 Euro, also 500 Euro, 500 Euro, 500 PAV und eine neue persönliche rekrutierte Beraterin oder Berater, die dann aktiv ist. Aktiv bedeutet, dass derjenige 200 PAV im Monat haben muss. Da bekommt man eine Warngutschrift in Höhe von 59,50 €. Und dann, genau, das kann man sich am Anfang, das kann man sich am Anfang, kann man sich das raussuchen, ob man die Sachen als Armband und als Charm haben möchte oder als Anstecknadel. Ich wollte ein Charm-Armband, weil ich die ja eh so lieb. Und wo sind meins überhaupt? Achso, hier. Ja, bekommst du dann eben diese Anstecknadel oder einen Charm-Anhänger und eine Urkunde. Ebene 2. Brauchst du mindestens 3000 PAV oder 1500 PAV und eine neue persönliche rekrutierte Beraterin oder Berater, der mit 200 PAV aktiv ist. Da gibt es dann schon eine Warngutschrift in Höhe von 148,75 €. Anstecknadeln oder Charms für die Startebenen 1 und 2. Leistungsurkunden für 1 und 2. Und die exklusive Duftlampe kriege ich die jetzt. Ja, ich muss nur die Glühbirne. Die ist ein bisschen eingestoppt. Dann gibt es nämlich diese Duftlampe, die ist extra nur für diese sensationellen Startebenen hergestellt worden, in Form eines Sterns. Also die schaut richtig, richtig geil aus, wenn die auch an ist. Ist die richtig mega. Und ich glaube, das Ding wiegt 10 Kilo. Also der wiegt 10 Kilo nicht, aber 5. Also ist richtig schwer. Ja, wie viel hatte ich? ja, bei Startebene 3
mindestens 6000 PAV oder 3000 PAV und 2 Rekrutierungen mit je 200 PAV. Und natürlich das Fertigstellen der Checkliste, das Wichtigste zuerst auf der Workstation. Das ist auch ganz geil. Mal gucken, wie viel Zeit ich habe oder wie lange mein Akku damit macht. Da gibt es eine Warngutschrift in Höhe von 267,75 €. Anstecknadeln oder Charms für 1, 2 und 3. Urkunden für 1, 2 und 3. Diese geile Lampe. Dann gibt es noch einen wunderschönen Pokal, der hat auch so eine Sternform. Und dann darf man bei der nächsten Veranstaltung, wenn man dabei ist, auf die Bühne und wird gefeiert. Man hat für diese sensationellen Startebenen 70 Tage Zeit. Also ab Anmeldedatum 70 Tage Zeit. Das ist am Anfang, muss ich tatsächlich sagen, da hat meine Sponsorin auch ein bisschen geschlampt. Die hatte mich da nicht so drauf hingewiesen, weil sonst hätte ich mir tatsächlich, also ich hätte es dann tatsächlich mir die Startebene 3 noch geholt. Also da, wenn ich da richtig von Anfang an Bescheid gewusst hätte, dann, die hat mir das ja auch, glaube ich, erst nach dem Shootingstar gesagt oder sogar vielleicht noch ein bisschen später. Also, ja. Und es ist, ich muss mittlerweile sagen, es fühlt sich jetzt nicht, also ich meine, ich habe ja noch einen Hauptjob. Also ich weiß ja, wie das sich teilweise anfühlt, wenn ich in die Arbeit muss. Aber das Schöne ist halt hier, ich mache das ja tatsächlich hier nebenberuflich, also es geht ja aktuell auch gar nicht anders. Es fühlt sich nicht wie Arbeit an. Also ich weiß, ich muss gewisse Sachen machen. Also wie jetzt Duftproben gießen. Aber das ist doch auch keine Arbeit. Das ist, also Duftproben gießen, also ohne Witz. Das ist, gerade wenn ich die Neuheiten gieße oder die Bring Back My Bar, wo wirklich viele Bars dabei sind. Also tatsächlich, es gibt für mich nichts Entspannenderes, wie einfach nur die Duftproben gießen und so einfach so die Gedanken so schweifen lassen. Ne? Also das ist wie Wellness. Ohne Witz. Oder dann Duftpost fertig machen. Oder die Videos hier. Das ist für mich keine Arbeit. Das ist keine Arbeit. Oder Bestellungen auspacken. Das ist Fun. Das ist richtig Fun. Und ich glaube, da ist dann alles richtig. Ab da, wo ja gut, da muss ich jetzt auch ein bisschen aufpassen. Also weil da gibt es ja auch wieder den Unterschied, die was das hauptberuflich machen, also komplett damit selbstständig sind, oder die das nebenbei machen. Also klar, die was da komplett selbstständig sind, die müssen, weil muss ja das Geld reinkommen, ne? Und ich denke mir halt dann einfach so, ja gut, auch wenn du das hauptberuflich machst, denke ich mir einfach, wenn du auch mal einen Tag mal nichts machst, dann ist es halt so. Und aber bei mir ist es halt wirklich aktuell so, wenn ich hier in mein Büro komme und die Tür hinter mir zumache, bin ich hier in meiner Sensi-Bubble. Also ich gucke dann immer so rum,
schaue mir meine Wachsbars an und dann denke ich mir immer, ja, was könnte ich heute für Videos drehen und was kann ich zeigen und was kann ich sagen und das und das und das. Aber wie schon gesagt, das ist für mich, es fühlt sich für mich nicht Arbeit an. Das ist tatsächlich, aktuell fühlt sich es mehr so an, so wie ein echt so ein richtig schöner Ausgleich. Und weil bei mir tatsächlich in der Arbeit ist es stressig genug und auch mein drumherum privatseelischer Bereich, der ist auch so ein bisschen aktuell, so ein bisschen aus den Fugen geraten. Deswegen ist es für mich echt so ein richtig schöner Ausgleich. Und ich kann hier drin tatsächlich, kann gerade so ein bisschen so die Welt vergessen, die hinter der Tür ist. Also, ja, ich muss jetzt ein bisschen Thema wechseln. Ja, also. Also tatsächlich, wenn du Freude hast am Bestellungen auspacken, am Videos drehen oder wenn du Duftpost kriegst und drehst Videos davon oder wenn du, es gibt ja auch diese verschiedenen Typen. Also es gibt ja, also ich mache es ja, also am Anfang habe ich auch mit Homepartys angefangen. Aber das ging halt dann tatsächlich durch die Arbeit nicht mehr. Also ich hatte dann mehr Stunden in der Arbeit, also ich bin ja da fast Vollzeit. Und dann kriegst du das nicht mehr, dann kriegst du das nicht mehr unter den Hut. Weil du machst ja hier dann Vormittag irgendwas, dann musst du aber auch nebenbei irgendwie so ein bisschen den Haushalt machen, vielleicht auch ab und zu mal Wäsche, weil sonst schreit wieder irgendjemand, er hat keine Unterhosen mehr. Alles schon passiert. Und deswegen habe ich dann irgendwie auch aufgehört, Homepartys zu machen, denn es ist halt, es war für mich zeitaufwendiger, wie wenn ich das online mache. Also ich habe jetzt, ich sage jetzt mal ganz ehrlich, also aktuell sind 98% mache ich online und 2% offline. Kann vielleicht auch sein, dass das der Fehler ist, warum ich keine Teamfreunde kriege. Aber ja, dann ist es so. Es geht halt einfach tatsächlich bei mir nicht anders von der Zeit. Und da gibt es ja wirklich auch verschiedene. Also die einen kommt ja dann immer auf den jeweiligen an. Bist du zum Beispiel ein Mensch, der Homepartys liebt? Also wie schon gesagt, mit den Homepartys ist es tatsächlich, also ich habe es ja, ich stehe jetzt schon seit Monaten immer mit der Sabrina in Kontakt und die hat mich eben letztens auch gefragt, warum ich keine mache. Und dann hat sie mir halt erklärt, ich meine, wir brauchen nicht drüber reden, sie ist auch komplett selbstständig damit. Sie hat eben gesagt, wenn sie ihre Partys macht, sie nimmt sich immer vor, mindestens zwei Weiterbuchungen zu haben. Also, dass es Leute gibt, die dann eben die nächste Party machen. Und so hältst du das ja quasi dann am Laufen. Also, du hast ja dann immer deine Partys, hast deine Termine und kannst dein ganzes anderes Zeug, kannst du quasi da drumrum bauen. Ne? Also, wisst ihr, wie ich meine? Also, wenn ihr so eine richtige Party Queen, Party King seid, wenn ihr jetzt weiß, was ich sagt, ihr macht Freitagabend, Samstagabend, Sonntagnachmittag, ihr macht am Wochenende zwei, drei Partys und es jedes Wochenende und dann kontinuierlich euch vornehmen, ohne zwei Weiterbuchungen gehe ich hier nicht weg. Dann habt ihr ja schon wieder mehr Termine dann, wo ihr dann tatsächlich dann eben eine Party habt. Und so könnt ihr euch das dann richtig geil aufbauen. Also es ist tatsächlich so, dass es eben so ist halt der Ursprungsgedanke eben durch die Homepartys. Ich weiß es selber. Also so eine Homeparty ist zwar wirklich, ja, was heißt jetzt ein Riesenaufwand, aber
du musst dir ja vorher überlegen oder du redest dann meistens mit deiner Gastgeberin. Was möchtest du sehen? Was möchten deine Freunde, Bekannten, Verwandten sehen? Dann packst du das ein. Also du packst Lampen ein. Du packst quasi eigentlich von jedem Ding ein Stück ein. Also weniger ist oft mehr. Wichtig ist, dass du deine Schnüffeltasche dabei hast, also die Dufttester und Kataloge, Bestellzettel. Und dann machst du ja, fährst du so eine halbe, dreiviertel Stunde vorher hin, baust deine Sachen auf, dann hältst du deine eigentliche Party. Also bei mir war die im Durchschnitt so immer 2 Stunden. Und ja, aber das Problem ist halt, ich rede halt auch einfach viel, ne? Also ich rede viel und ich rede gern. Und ja, dann werden die Bestellungen aufgegeben, dann sammelst du das alles ein, dann packst du deine Sachen wieder ein. Also da ist ja tatsächlich, da reden wir ja also von Abfahrt zu Hause, bis du auch wieder zu Hause bist, reden wir ja dann teilweise von, sagen wir mal, ja, 4 Stunden oder so. 4, 5 Stunden, je nachdem. Und ja, wenn du dann natürlich aus der Party rausgehst, die einen Umsatz von 700 plus hat, ich meine, ist das schon eine richtig geile Hausnummer, ne? Also ich hatte das jetzt tatsächlich schon 2-mal und ich musste da auch tatsächlich ein bisschen fahren. Also knapp eine Dreiviertelstunde hin, eine Dreiviertelstunde zurück. Und bis ich dann eben aufgebaut habe. Also ich war da tatsächlich, glaube ich, auch 5 Stunden unterwegs. Und aber da hatten wir tatsächlich einen Partyumsatz von knapp 2000 Euro. Also war richtig, richtig geil. Und ich bin tatsächlich auch schon am Überlegen, ob ich nicht wieder zu den Homepartys umswitchen sollte. Zumindest, dass ich einen Teil anbiete. Weil irgendwie muss ja jetzt hier da mal was vorwärts gehen. Ne? Also, und wie schon gesagt, ist in meinem Fall jetzt, ich komme halt tatsächlich auch nur weiter, wenn ich eben Teamfreunde habe. Es ist einfach so. Es ist einfach so. Und ich will jetzt hier auch nicht Bittsteller sein oder so. Nur ich will das euch mal erklären, wie das so ist. Ist jetzt auch nicht negativ gemeint. Aber ich muss da halt jetzt was ändern. Also es liegt an mir. Und dass die Leute natürlich mir nicht die Bude einrennen, nur weil sie einmal ein Video von mir sehen, ist mir sowas von klar. Wie man sieht, braucht es ein bisschen länger. Aber ja, kommt Zeit, kommt Teamfreund. Ja, und ich muss tatsächlich sagen, ich habe jetzt am Freitag wieder einen Call mit der Sabrina und ich habe da tatsächlich schon ein bisschen Angst vor. Also, ja, also wie schon gesagt, ich denke mal, so der Bildschirm wird angehen und ich breche erstmal in Tränen aus. Ja. Ist so. Ja, weil normalerweise habe ich mir ja, also wir haben ja Anfang August haben wir ja Anfang August haben wir ja die Incentive-Ding bekannt gegeben bekommen. Und da hatte ich mir ja am Anfang, also als ich noch auf der anderen Seite vom Büro war, habt ihr ja immer den Zettel gesehen: 3 Teamies, 6 Monate. Also, das war der Plan. Also wir haben jetzt August, September, Oktober vorbei. Also rein theoretisch hätte ich in den ersten 2 schon 1 haben sollen müssen, finden. Und jetzt eigentlich gleich das 2. und dann im Dezember so eigentlich das 3. Weil ich will ja denen dann auch noch helfen, dass die sich zertifizieren.
Und ich würde mal sagen, Challenge accept. aber ja, es ist halt auch aktuell bei mir persönlich, diese Zeit ist absolut beschissen für mich. Also deswegen denke ich jetzt auch mal, dass mich das jetzt aktuell auch so ein bisschen so mehr runterzieht, wie es sonst gemacht hat. Da bin ich nämlich gestern so zufällig drauf gestoßen. Ich bin ja Meister des Verdrängens. Und ja, deswegen bin ich da vielleicht auch aktuell so ein bisschen heulanfällig. Also ja, also das sei mir mal so verziehen. Ja, warum solltest du jetzt zu mir in mein Team kommen? Zu mir, wo eigentlich noch gar keiner ist, bei mir, die eigentlich noch nicht wirklich einen riesen Titel hat. Warum? Ja, vielleicht weil ich ein bisschen sympathisch bin. Oder weil ich das, was ich tue, liebe. Das, was ich mache, mit Herzblut. Und weil ich mir schon durchaus vorstellen kann, also ich meine, ich bin ja jetzt auch schon bei mir in der Arbeit. Ich bin ja da jetzt auch schon seit über 10 Jahren eigentlich eine Führungskraft. Funktioniert mal mehr oder mal weniger gut. Aber im Großen und Ganzen habe ich meinen Haufen eigentlich schon ganz gut im Griff. Und ja, weiß ich, dass ich das kann. Und ich habe mir auch letztens so gedacht, ja, also dieses selber so anpreisen, das ist einfach nicht so meins. Aber ich wollte das jetzt mal gesagt haben. Also hier so mein kleiner halber Lebenslauf war das. Aber ja, es ist einfach. Ich will das jetzt auch mal wissen, wie das ist. Ich will das jetzt auch mal wissen. Und ja, ich lese jetzt aktuell wieder bei uns in den Teamgruppen so viele Aufstiege, aber wirklich ganz viele Direktoren aktuell, sogar eine Star-Direktorin ist dabei. Und es ist ja immer so, du arbeitest quasi auf den Winter hin, also auf die Herbst-Wintersaison, weil das ist einfach die geilste Zeit ever. Und man sagt ja auch immer, man muss dem Ganzen 2 Jahre geben. Also gut, ich habe erst nach 2 Jahren oder so angefangen, richtig? Also ja. Und weil, ganz ehrlich, bei den meisten ist es tatsächlich dann immer so, also habe ich jetzt schon auch oft erlebt, die melden sich an und quasi so, ja, und jetzt? Das ist immer so ein bisschen so der Trugschluss, was mich echt so ein bisschen traurig macht. Das sind aber auch teilweise auch schon andere Vertriebe mit dran schuld, wo es dann heißt, ja, spielend leicht Tausende von Euro von der Couch aus zu verdienen. Also wenn du das Video bis jetzt geschaut hast, nehme ich dir jetzt gleich sofort und hiermit deine Illusion. Das passiert nicht. Das passiert nicht. Weil es ist einfach so, gerade wenn du das online machst, gibt es ganz, ganz viele, hatte ich auch schon, die beobachten dich erstmal. Also die beobachten dich teilweise 1 Jahr, 2 Jahre, durchaus möglich 3 Jahre. Zum einen, weil sie vielleicht wissen wollen, ob du das durchziehst. Also an alle, die gedacht haben, ich höre auf, nein, ich feiere im Februar mein 6-Jähriges. Oder
weil eben durch diese Online-Sache dauert es zum Beispiel viel länger, Vertrauen aufzubauen. Also wisst ihr, was ich meine? Also wenn du auf der Party stehst, da können die Leute dann gleich entscheiden, oh Gott, die mag ich oder die mag ich nicht. Es ist ja immer so, weil meistens immer so der erste Grundgedanke zu einer Person ist eigentlich meistens der richtige. Und online dauert es eben ein bisschen länger und deswegen kann das da auch wirklich, also man muss durchhalten. Also das Schlimmste und das Traurigste, was ich immer finde, dass tatsächlich Leute nach einem halben Jahr dann sagen, ach, das bringt nichts und da kommt nichts rum und dann fragst du mal, ja, was hast du denn schon alles gemacht? Und wenn die dann sagen, ja, die haben hier mal gepostet und hier mal ein Bildchen und hier mal das. Liegt auf der Hand. Liegt es auf der Hand. Also man muss schon auch ein bisschen was tun. Also je nachdem, was man investieren möchte an Zeit. Also ich rede jetzt von Zeit. Wie schon gesagt, also es ist ja jetzt im Oktober noch dieses Weihnachtsstarter-Kit für 50 Euro. Finde ich keine schlechte Idee, solche kleinen Starters jetzt auch mal anzubieten. Aber ich rate immer zum Großen. Also ich habe nichts davon, wenn ich euch das große Starter-Kit an den nahe bringe. Also wenn ihr euch mit dem großen Starter-Kit anmeldet, also ich habe da nichts davon. Also ich kriege da weder eine Provision dafür noch sonst irgendwas. Das ist einfach nur, ich hatte ja auch das große und ich hatte ja sogar das Doppelte, weil ich habe mich ja im Februar angemeldet. Also ich hatte noch Herbst, Winter und Frühjahr, Sommer. Und in dem Großen ist wirklich, also jetzt mal abgesehen davon, dass da der Wert knapp 500 Euro sind für 99 Euro. Und ihr eigentlich, alles, was in diesem Starter-Set drin ist, braucht ihr eigentlich nur in die mitgelieferte Tasche reinpacken und könntet euch eigentlich rein theoretisch auch sofort zu eurer ersten Party aufmachen. Da ist alles drin. Da ist von jeder Kategorie ist was drin. Es sind Kataloge drin. Lampen, ich glaube, Diffuser vom Reinigungsmittel sind, glaube ich, Sachen dabei. Also da ist wirklich von jeder Kategorie was dabei. Und mehr braucht man eigentlich nicht. Weil es ist eigentlich eh meistens so, wenn du auf eine Party gehst, wollen die Leute meistens die Lampen sehen, die du nicht dabei hast. Ist einfach so. Aber da gibt es ja zum Beispiel auch Pinterest und Google, da kann man ja die Bilder sich auch runterholen, beziehungsweise ist das jetzt die neue geile Funktion bei auf meiner PWS, dass du dir die Lampen, dass da auch Videos jetzt immer dazu dabei sind, wenn die sich auf diesem Rondell so drehen und dann im Dunkeln, wie die ausschauen, wenn die leuchten. Also das ist wirklich absolut mega geil. Und da kann man sich dann wirklich drunter was vorstellen. Weil so ein unbewegtes Bild, ich sehe das auch immer in den Katalog, die Bilder werden wirklich so wunderschön in Szene gesetzt, aber die bringen halt tatsächlich einfach nicht die Realität rüber. Ist einfach so. Und mit diesen bewegten Bildern, sprich mit diesen Videos, ist das schon mal ein himmelweiter Unterschied. Und du siehst es dann auch gleich im Dunkeln. Und da weißt du, macht es hell? Ist es nicht so hell? Und ich muss tatsächlich sagen, ich habe ja von der Reunion habe ich ja die Constellations geschenkt gekriegt. Und tatsächlich, so wie die im Katalog abgebildet war, hätte ich die mir nie geholt.
Und ich habe die ja dann ausprobiert, habe dann auch eine blaue Glühbirne rein und die hat mich umgehauen. Also, na, also, sind wir da. Seht ihr, ich schweife schon wieder ab. Ich schweife schon wieder ab. Also, ich bin ehrlich, ich suche Teamfreunde. Ich suche dringend Teamfreunde. Ich suche Teamfreunde, die Spaß an Sensi haben, die Spaß an dem Drumherum haben, die vielleicht auch mal Böcke haben, auf die eine oder andere Veranstaltung mitzugehen. Ich sage nur nächstes Jahr im Februar Nürnberg, die World Tour. Und dann nächstes Jahr im August Berlin, die Family Reunion. Das sind einfach Veranstaltungen, die muss man mitgemacht haben. Ganz einfach. Und ja, ich will einfach zugucken, wie ihr über euch hinauswachst, dass ihr Sachen macht, wo ihr denkt, ach, um Gottes Willen, das könnte ich nie machen. Ja, ganz ehrlich, also wenn mir einer 2019 gesagt hat, Steffi, du hast irgendwann mal dein eigenes Büro und machst da drin deine Videos, machst Lives, machst das, machst das, machst das, dem hätte ich auch den Vogel gezeigt. Also tatsächlich, muss ich wirklich sagen, also hat mir das Sensi schon ein bisschen mehr Selbstbewusstsein unter den Arsch geschmiert, sage ich jetzt mal so. Weil ich mir das nie gedacht hätte. Dass ich das, ne? Ich. Ja, genau. Ja. Und ich will auch, ich will euch feiern. Ich will jeden PRV-Punkt mit euch feiern, ich will jeden Aufstieg mit euch feiern, ich will alles mit euch feiern. Und ja, das will ich einfach. So, und jetzt nochmal hier zu so ein paar Zahlen und zu ein paar Fakten. Kurz und knapp. Ja, ist jetzt am Schluss vom Video. Also ganz ehrlich, wer bis jetzt durchgehalten hat, der kann jetzt dann auch noch den Startknopf drücken. Ganz ehrlich. So, ein paar Fakten dazu. Beziehungsweise das Wichtigste. Das Wichtigste, das Wichtigste, kurz und knapp erklärt. Kurz und knapp, ich versuch's. Oh, schön. Du meldest dich auf meiner PWS an. Unter www.blackheaven.sensi.de/join. Oder du gehst auf meiner PBS auf Starten. Da steht dann auch noch mal alles. Da stehen so viele Fragen und Antworten. Und die häufigste Frage, wo immer kam, und auch eigentlich so die meiste Angstfrage, muss ich ein Gewerbe anmelden? Ja, ein Kleingewerbe. Da gehst du auf deine Gemeinde, also ins Rathaus, meldest ein Kleingewerbe an. Dann dauert es ein paar Wochen, manchmal auch Monate, je nachdem. Aktuell ist das Finanzamt echt ein bisschen langsam. Dann kriegst du von denen Post. Und dann musst du da auch was ausfüllen. Und das war's. Ne? Das war's. Und meine Kleingewerbeanmeldung hat, glaube ich, damals 12 oder 15 Euro gekostet. Also, das ist jetzt nicht die Welt. Aber muss man machen, auch wenn man das nur hobbymäßig vertreiben möchte. Also wenn man keinen Stress mit dem Finanzamt haben möchte, bleibt natürlich trotzdem jedem selber überlassen, ob er das macht oder nicht. Aber ich würde es schon empfehlen, es zu tun, denn wenn das Finanzamt einen auf die Schliche kommt, kann das ganz schön wehtun. Vor allem im Geldbeutel. Ja, das ist das eine. Gewerbe anmelden, definitiv. Dann habt ihr die Workstation? Also, das ist, die ist wirklich, die ist Gold wert. Also, ich surfe da tatsächlich jeden Tag rum und da gibt es so viel. Also, nicht nur, dass ihr da eure ganzen Zahlen habt, ihr habt den Bestellverlauf, ihr habt Clubübersicht, ihr habt die Neuigkeiten, Produktstatusliste. Dann habt ihr ganz viele Trainings zu verschiedensten
Themen. Dann, was hat noch Berichte, also deine persönlichen Berichte, Bestellberichte, deine Downline, also das sind diejenigen, die du rekrutierst. Dann Marketing, also die ganzen Marketingbilder, die wir kriegen so viel von Sensi zur Verfügung gestellt, würde ich sagen. Das ist irre. Und ja, wie man eine Party erstellt. Das sind natürlich Sachen, die zeige ich euch dann natürlich am Anfang. Also da gibt's quasi so einen kleinen Spaziergang durch die Workstation mit und von mir. Und weil ich lasse euch da natürlich nicht im Dunkeln stehen. Also bei mir war das damals am Anfang echt absolute Katastrophe, weil da ging es so auf die Art, ja, du kennst dich ja eh schon aus. Ja, ich habe es einmal gesehen, aber deswegen kriege ich selber nicht hin. Aber naja, gut, ist ja geil. Und dann, was ich auch immer öfters höre, das ist die PWS, also die persönliche Website. Die ist die ersten 3 Monate ab da, wo ihr euch anmeldet, kostenlos. Danach kosten sie 18 Euro im Monat. Sagen jetzt bestimmt einige dann, das kostet ja auch noch. Ja, aber mal ehrlich, ihr müsst euch auf dieser PWS um nichts kümmern. Also diejenigen, die schon mal selber eine Website kreiert haben oder kreieren lassen haben, wenn die dann immer mit Neuigkeiten gefüttert werden muss, also da müsst ihr ja auf die Sekunde up to date sein und euch dann hinsetzen und das alles einpflegen etc., braucht ihr nicht. Also da sind alle die neuesten Produkte drauf, das sind die neuesten Kollektionen drauf, das wird alles rund um die Uhr aktualisiert und dann für 18 Euro. Und das Ding ist, wenn du keine PWS hast, kannst du keine Teammitglieder anmelden, man kann keinen Sensi-Club abschließen und was am schlimmsten wäre oder ist, wenn Flash-Sales sind. Die gehen nur über die PWS. Gut, ihr könnt, wir kriegen es ja auch immer mit, wann die Flash-Sales und wann so Scherze sind. Ne? Also man kann die PWS auch mal wieder aktivieren und dann halt wieder gehen lassen. Aber tatsächlich diese 18 Euro, die sollten das schon wert sein. Also wie schon gesagt, also du musst dich da wirklich um nichts kümmern. Das Einzige, was du selber immer einpflegen kannst, das sind deine Düfte, die bei dir erwärmt werden. Dein Profilbild und deine Sensi-Geschichte. Das ist das Einzige, was du machen kannst. Und ja, der Rest liegt alles in Sensi-Hand. Also da musst du wirklich nichts machen. Was ist noch wichtig? Ja, zur Saisonumstellung. Müssen wir uns natürlich selber mit neuen Testern und je nachdem, was man haben möchte, das mache ich immer, die 10 neuen Bars und dann immer dieses Set, wo der zum Beispiel dabei ist, der Leitfaden für Beraterinnen, das ist schon fast so eine kleine Bibel. Dann sind die Übergangstester drin, wiederkehrende Düfte, neue Düfte, die man dann einfach nur mit seinem alten Set, muss man die dann nur austauschen. Das sind halt auch so Sachen, die muss man dann natürlich selber kaufen. Aber wenn ihr euch natürlich anständig beim Finanzamt gemeldet habt, sind das natürlich Geschäftsmittel und die kann man absetzen. Also von daher mal ruhig bleiben, ja? Ihr müsst nicht Unmengen investieren. Also wie schon gesagt, das meiste, wo ich eigentlich immer ausgebe, ist tatsächlich immer zum Saisonwechsel. Und ansonsten,
Es gibt ja jetzt auch hier so meine Lieblings-Shopping-Seite, ne? Da gibt es ja auch noch andere, wie heißen sie? Amazon, Ali, Shein, keine Ahnung. Na, bei Shein gibt es das, glaube ich, nicht. Ist ja wurscht. Diese kleinen Tütchen. Mein Gott, was habe ich für ein Vogel mit diesen kleinen Tütchen? Also für Weihnachten, für Halloween. Aber das habe ich auch erst, Gott, wann habe ich mir da die ersten gekauft? Ich glaube auch erst nach 2 Jahren. Ihr habt ja auch in eurem Starterkit sind ja auch so kleine Zip-Beutelchen dabei von Sensi. Da kann man auch Duftproben reintun mit einer Visitenkarte. Und dann kann man das gleich hier verteilen unter den Leuten. Und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, wenn ihr euch entscheidet, anzumelden. Erzählt es. Erzählt es. Ich merke es tatsächlich, das ist auch immer so ein bisschen so ein Fehler von mir. Ich mache das ja jetzt echt schon seit fast 6 Jahren. Und es gibt immer noch teilweise Leute hier in meiner Stadt, die nicht wissen, dass ich Sensi mache. Das ist eigentlich, nach 6 Jahren ist das eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Also man sollte eigentlich schon darüber sprechen, ey, die Steffi, das ist die mit die Duftlampen. Na? Also wisst ihr, da habe ich auch noch einiges zu tun. Also sprich, ich muss hier noch einiges hinausschreien in die Welt. Also ich habe da hier aktuell noch das gleiche Problem. Also das hat mich, wann war denn das? Das war, glaube ich, zum Ostermarkt, wo ich bin. Da waren auch Bekannte von mir, wohl bemerkt. Die hat dann auch gesagt, du machst es? Ja, schon seit 5 Jahren. Oh, das wusste ich nicht. Wo ich mir dann denke, okay, ich bin ja so ein bisschen so im Reflektieren, bin ich ja mittlerweile echt so ein bisschen schon der Hit geworden. Und dann denke ich mir einfach, warum? Warum wissen die nach 5 Jahren, dass ich nicht, dass ich das mache? Es muss sich doch rumgesprochen haben. Nö, wie denn? Ich mache ja keine Homepartys. Das ist Punkt 1 bei mir. Und Punkt 2 ist, ich rede tatsächlich zu wenig drüber. Wird sich aber auch ändern, weil, ja, ich muss hier mein Revier verteidigen. Ganz einfach. Nee, also das ist wirklich das Wichtigste. Redet drüber, dass ihr das macht. Drückt den Nachbarn, den Freunden, den Verwandten, Kataloge, Visitenkarten, whatever in die Hand. Und ja, und wie schon gesagt, am besten ist es echt mit Homepartys. Außer ihr habt natürlich online schon so eine gewisse Fanbase aufgebaut. Dann geht es natürlich vielleicht ein bisschen schneller. Aber ansonsten, ich habe ja mit YouTube zum Beispiel jetzt hier komplett bei Null angefangen. Komplett bei Null angefangen. Und bin aber da schon echt ein bisschen stolz, was ich da diesbezüglich schon erreicht habe. Also, meine lieben zukünftigen Teamfreunde, ich weiß, das Video war jetzt wirklich, es war komplett durcheinander. Wahrscheinlich wieder die Hälfte nicht zum Verstehen, was ich wieder gequatscht habe. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ich euch mal ein strukturierteres, ein strukturierteres Video dazu machen soll. Das kann natürlich dann aber auch ein bisschen länger dauern, denn ja, dann gehen wir den Leitfaden für Berater mal durch. Also, ich würde mich freuen auf Kommentare, auf Likes, wisst ihr ja sowieso. Und vielleicht fühlt sich ja der eine oder andere jetzt berufen, mein Teamfreund zu werden. So. In diesem Sinne, meine Lieben, ja, ich habe jetzt eine Stunde darüber gequatscht. Ich weiß nicht, ob was dabei rauskommt oder ob man das irgendwie verständlich, ob ich das irgendwie verständlich ein bisschen rübergebracht habe. Ich habe keine Ahnung. Ansonsten bei Fragen habt ihr ja die Kommentarfunktion oder einige von euch haben ja auch meine WhatsApp-Nummer. Da könnt ihr mich auch gerne fragen. Und wenn noch spezifische Fragen sind, dürft ihr mir auch gerne stellen. Und ja, ansonsten. Wenn dir das Video gefallen hat,
lass mir noch ein Däumchen da oder ein Abo oder beides. Ich freue mich immer riesig. Und wenn du noch keine Duftschnecke hast, eine neue brauchst oder, schau in der Beschreibung nach, da steht meine Handynummer und dann darfst du dich sehr gerne bei mir melden. Und wie schon jetzt eine Stunde lang gequatscht, wenn du mein Teamfreund werden möchtest, meldest du dich auch bei mir. Oder im Idealfall gleich auf meiner Homepage an. So, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Dienstag. Ich kann jetzt meinen Zettel von der Tür wieder wegtun, weil ich warte auf den UPS. Denn laut UPS soll heute endlich meine Friends Couch kommen. Und sollte dem so sein, könnt ihr euch schon mal drauf einrichten. Dass ich dann heute Abend live komme. Also so irgendwas wieder zwischen 20.30 Uhr und 21 Uhr, wenn sie kommen sollte. Also ihr seht es ja, falls ihr mich abonniert haben solltet, an der Glocke, dass ich live bin. Und dann freue ich mich auf reges und vielfältiges Erscheinen von euch. Und dann schauen wir uns die Couch an. So, und jetzt gehe ich nach unten und warte auf den UPS. Und mach noch gleichzeitig noch eure Duftpost fertig, die eigentlich heute raus muss. Und ich habe kein Auto. Verdammte Axt. Könnte ich kotzen. Okay, muss ich gucken, wie ich das mache. Ja. Ansonsten dann bis vielleicht heute Abend. Also wenn ihr nichts von mir hört, war der UPS nicht da. Und dann ist es auch besser, dass ich nicht live komme, weil dann habe ich wahrscheinlich eine Saulaune. Und wenn er da ist, seht ihr es am Live-Zeichen. Also bis dahin, macht's gut.